An irgendwas fehlt es doch immer. Bei dem einen sind es die Münzen, bei dem anderen die Vorräte. Hat man das eine wieder im Griff, so mangelt es wieder an dem anderen. In diesem Video zeige ich euch mal einige Möglichkeiten auf, wie ihr gegen akuten Münz- oder Vorrätemangel vorgehen könnt. Also viel Spaß bei diesem Video. Erstmal sollte direkt zum Anfang gesagt sein, dass ein teilweise gravierender Unterschied zwischen Münzen und Vorräten komplett normal ist. Eine komplett ausgeglichene Produktion zu erreichen ist fast unmöglich und vor allem bei Umbaumaßnahmen kaum haltbar. Doch wenn das eine Gut fast ausgeht und das andere im Übermaß da ist, sollte was getan werden. Das tritt gehäuft bei neuen Spielern auf, die gerade mit dem Spiel angefangen haben. Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, wie ihr eure Produktion steigern könnt oder an mehr der wertvollen Ressourcen rankommt. Möglichkeit 1. Braucht ihr dringend Münzen, kann das helfen, euren Nachbarn, Gildenmitgliedern und Freunden aushelfen. Für jedes Motivieren oder Polieren erhaltet ihr eine zeitalterabhängige Anzahl Münzen. Das könnt ihr alle 24 Stunden wiederholen und ist, wenn man gerade mit dem Spiel angefangen hat, sehr hilfreich. Möglichkeit 2. Spielt ihr aktiv die Quests und Schleifenquests, könnt ihr schnell einige Münz- und Vorrätepakete sammeln. Das sollte euren Vorrat dann um einiges auffüllen. Vervielfachen könnt ihr die Gewinne übrigens auch mit dem Château Frontenac. Das ist allerdings für Neulinge wohl noch etwas hochgegriffen. Dann kann man wirklich nur empfehlen, unvorteilhafte Quests abzubrechen, wenn dies möglich ist, und sich an die einfachen Schleifenquests zu halten. Dazu gehören zum Beispiel Münzen und Vorräte einsammeln oder Forge-Punkte ausgeben. Auch bei den Tagesquests gibt es ab und zu große Pakete zu gewinnen. Möglichkeit 3. Nur kurz am Rande erwähnt, die Schatzsuche ist leider nur in der Browserversion des Spiels verfügbar, bietet jedoch die Chance auf Münz- und Vorrätepakete. Möglichkeit 4. Habt ihr genug Einheiten und ein gutes kämpferisches Geschick oder einen großen Vorrat an Gütern, könnt ihr euch auf der Karte der Kontinente auf die Sektoren konzentrieren, die euch die nötigen Ressourcen bringen. So könnt ihr in kurzer Zeit relativ große Mengen erhalten. Beachten solltet ihr jedoch, dass ihr neue Einheiten auch wieder mit Münzen und Vorräten rekrutieren müsst. Versucht also, so wenig Einheiten wie möglich zu verlieren und wartet lieber etwas, bis verwundete Einheiten ihr Leben regeneriert haben. Oder ihr handelt die Sektoren mit Gütern. Was euch in diesem Fall wichtiger ist, die wertvollen Güter oder die schnellen Münzen und Vorräte, müsst ihr selbst abschätzen. Möglichkeit 5. Seid ihr in einer Gilde, könnt ihr an einer Gildenexpedition teilnehmen, wo sehr viele Begegnungen große Chancen auf Münzen und Vorräte bieten. Auch hier könnt ihr wieder zwischen Kämpfen und Handeln mit Gütern wählen. Möglichkeit 6. Baut ihr Häuser mit niedrigen Produktionszyklen von nur einer oder vier Stunden und sammelt die regelmäßig ein, bekommt ihr weit mehr Münzen, als wenn ihr zum Beispiel ein Tageshäuser baut. Dasselbe gilt natürlich auch für Produktionsstätten. Kleinere Zyklen, die regelmäßig eingesammelt werden, bringen mehr Vorräte. Möglichkeit 7. Ereignisse, die rund um eure Stadt oder auch in eurer Stadt auftauchen können, bringen in den meisten Fällen kleine Mengen Münzen und Vorräte. Möglichkeit 8. Tränke, die ihr zum Beispiel bei den Tagesquests, Ereignissen oder Events erhaltet, können eure Produktion kurzzeitig vervielfachen. Ihr solltet sie also einsetzen, bevor ihr große Produktion erntet oder in dieser Zeit immer fleißig die Produktion einsammeln wollt. Möglichkeit 9. In der Freundestaverne gibt es schon für wenig Tavernensilber Boosts für eure Münz- und Vorratsproduktion zu kaufen. Diese können euch für eine ganze Weile mehr Ertrag bringen. Möglichkeit 10. Es gibt unterschiedliche legendäre Gebäude, die direkt Münzen oder Vorräte produzieren oder euch einen Bonus auf zukünftige Produktion bieten. Von direkten Produktionen würde ich allerdings immer abraten, weil sie in hohen Zeitaltern sehr unrentabel werden. Aber Produktionsboosts wie der Leuchtturm, die Royal Albert Hall oder der Markusdom sie geben, kann ich nur empfehlen. Möglichkeit 11 und damit die letzte Möglichkeit. Wenn ihr nicht forscht, schaltet ihr auch keine neuen Gebäude frei. Das bedeutet, ihr müsst keine großen Umbauarbeiten durchführen. Das wiederum schont eure Münzen und Vorräte ungemein. Macht ihr also hin und wieder eine Forschungspause und fördert mit euren Forge-Punkten vor allem eure legendären Gebäude, könnt ihr euren Vorrat auffüllen und seid für die nächsten Umbauarbeiten gewappnet. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen wieder etwas helfen und bedanke mich natürlich für die fleißige Hilfe meiner Gildenkameraden hier in der Community-Gilde, die mir die ganzen Möglichkeiten für die Münz- und Vorrätemangelbeseitigung sozusagen geschrieben haben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über einen Daumen freuen und bis zum nächsten Video. Ciao!